Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir gehen jetzt weiter zu Schwarzsteinverarbeitung und ja, ich habe wieder. Warte mal. Ich habe eine neue Maus gekauft und jetzt wollte ich gerade schauen oder euch zeigen, dass die rechte Maustaste wieder geht. Aber sie geht nicht. Hä? Okay, vielleicht ist das jetzt auch einfach. Also vielleicht geht das. Wie kann das sein, dass sie nicht geht? Ist vielleicht mit dem Spiel zusammen. Nochmal, ja, auf meine Seite. Echt komisch. Warte mal. Okay, alles andere als komisch. Ich bin ein Idiot. Gut, ich habe nämlich das ja umgestellt, dass ich jetzt nicht mehr mit der rechten Maustaste, sondern mit der vierten Maustaste ja, ziele. Genau. Naja, gut, also wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir müssen. Da geht es zu den Transformatoren. Blackrock Quarry. Schau mal, wohin es hier geht. So, Schwarzstein. Steinbruch. Vielleicht geht es da weiter, ne? Ah, nee. Wir müssen nicht zum Steinbruch, sondern Schwarzsteinverarbeitung. Ah, Wartung und. Atlaskammer. Vielleicht sind wir hier trotzdem richtig. Das war komisch. Level 5, okay. Auch Level 5. Oh, okay. Hier kann ich noch gar nicht rein. Also da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Da hat dieser Kringel-Ding Energiequelle oder Kontrollraum. Wir gehen mal zum Kontrollraum. Weil da dieses Kringelzeichen hat dann angeschlagen. So. Hui. So. Ah, cool. Waren wir hier schon mal? Das ist die Chance, wir alle.
glaube schon, da kam doch so diese Riesenarmada dann. Das ist mir gerade noch ein bisschen zu ruhig. Hier waren wir jetzt sicher auch schon drin. Ja. Das ist mir alles viel zu ruhig. Normalerweise gehen. Wir gehen gerade wieder in die falsche Richtung. Zugangskorridor. Nee. Ich bleib jetzt bei. Bei meinem. Habe ich das schon zwei Fähigkeiten haben wir neu. Kostet 4. 3. 1, 2. Ich mach mal den Schild oder übernehmen. Übernehmen ist halt auch cool, aber Schild ist halt. Ich mach den Schild. Der Schild ist halt, okay, das machen wir als nächstes. Wenn der Schild losgelassen wird, schleudert er Schutt auf Gegner in die Nähe. Der Schild ist halt, die Sicherheit von uns. Also, wenn es uns nicht gut geht, dann, ja. Gut, Dreher bildet ein großzügiges Magazin, so wie er. Ja. Sehr gut. Griff aufwerten. Bringt uns ja jetzt eigentlich nichts mehr, weil wir jetzt eben den Dreh haben. Und da können wir. Schaden gegen eine Rüstung. Munition pro Schuss. Feuerrate. Nach Tötung. Schaden bei niedrigem Leben plus 20. Genauigkeit. Feuerrate. Schaden. Feuerrate. Genauigkeit ist halt auch geil. Aber wenn ich. Gegen gegnerische Rüstung brauche ich nicht, weil ich habe den Stich. Das ist halt, finde ich, ganz cool, weil dann kann ich länger Dauerfeuer machen. Exzessive Drehfeuerrate plus 21 plus 6. Aber ich mache mal das hier und dann rüste ich hier mal auf. Energiegeneration. Ui. Erstklassig Energie plus 11%. Energieschub. Energie Leben plus 24. Schleudern. Ah, warte. Warte, da konnte ich noch einen. Flucht, Energiekosten weniger, Energie.
Okay, das gefällt mir. Wo sind wir hier? Oh, wir sind wieder hier. Okay, dann gehe ich mal hier rüber. So, viel Training, genau. Blackrod, ah, da müssen wir hin. Okay, das ist halt wirklich eine Nahkampfwaffe, ne? Fertig? Fertig. So, haben die irgendwas Interessantes verloren? Krass, da war ich noch gar nicht. Interessant. So. Also. Achtung, Wartungspersonal. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt der Macht aus dem Panoptikon entkommen und alle sollen ausschauen. Achso, das ist das Karussellpferd. Das haben wir ja schon. Bam. Das erinnert mich ein bisschen an Jedi Akademie, dieser Kristallplanet. Da sind auch ganz viele solche Katakomben. Da kommen wir noch nicht hin. Wahrscheinlich dann müssen wir... Brauchen wir dafür das Schweben? Spanner. Entschuldigung. Das Licht leuchtet immer noch. Brauchen wir dafür das Schweben? Oh, ist das hell. Wahrscheinlich dann hier. Entschuldigung. Okay. Brauche ich die noch irgendwo? Warte mal. Ich gehe mal kurz runter. Oh! Ja, perfekt. Immer überall rumschauen. Grenzbereich. Achso, da drüber sind die. Okay. Ich dachte gerade, vielleicht sollten wir die auch gar nicht ausschalten.
Aber ich glaube, wir müssen darüber. Ich hol mal vielleicht noch einen. Nein. Okay, ich muss schnell hintereinander springen. Oder sprinten. Oder eigentlich. So. Gut, schauen wir mal erstmal, wohin es da geht. Kann ich von hier oben? Nee, sicher nicht. Okay. Komm mal eben mit. Aus Versehen auf Kugel kommen. Okay, warte. Schauen wir mal kurz, was da ist. Nix. Da kommen wir wahrscheinlich dann später hin. So. Ah, das ist ja wieder das mit den dreimal. Kommen wir da wieder ins Motel? Ja, genau. Durchquere das Ocean View Motel. Sind Sie offen? Hä? Wir hätten gern ein Zimmer. Ich weiß nicht. Das Licht ist an. Es müsste offen sein. Wir hätten gern ein Zimmer für heute Nacht. Hallo? Ich glaube, es ist keiner hier, Schatz. Komm, wir fahren zu dem anderen Motel, das wir gesehen haben. Hm. Okay, hier ist. Das hängt nicht. Gerade. Jetzt hängt es gerade. Jetzt ist es da. Kann ich sonst noch was machen? Warte, das war gerade nicht offen, oder? Habe ich da... Hä? Das, jetzt habe ich den Schlüssel bekommen, oder was? Aber wieso ist jetzt die Tür aufgegangen? Jetzt ist die Tür da ja immer noch offen. Jetzt ist die aufgegangen. Okay. Ah, und das sind wieder wir, wie wir da jetzt stehen. Also dreimal und peng. Ah, jetzt ist die Brücke da. Ich mag die Waffe. So. Aber tut es nicht weh? Nein, tut's nicht, wenn man zur Seite springt. So, dann schauen wir mal. Das war ja jetzt easy. So. Aber beziehungsweise man muss halt hier das überhaupt erst finden, ne?
BlackRock Process. 5, da kommen wir noch nicht rein. Okay, wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen. Marshall sagte, dort finden wir ein Prisma. Ja, genau. Und danach bekommen wir vielleicht was über Dylan heraus. Hä? Ach so, das war nur das Radio. Erinnerung, wenn der Inhalt Ihres Arbeitsbereichs neu angeordnet, entfernt, hinzugefügt oder auf andere Weise geändert wurde, sollten Sie den Bereich sofort verlassen, während Sie in einem beruhigenden Ton zu sich selbst sprechen. Dadurch bleiben nicht nur Sie ruhig, sondern auch der Raum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alter, da würde man doch so schnell total paranoid werden. So, hä, warte, habe ich den Müll dahin getan? Oder war der vorher schon da? Das ist echt gruselig. So. Nee, das... Oh Mann. Das da. Ja. Oh Mann. Voll blöd, dass der das jetzt total oft nicht mehr so anzeigt. So, Zusammenfassung. Die Atlaskammer ist eine physische Form des Ausdrucks des Elternhauses. Ältesten Hauses. So, jetzt, Entschuldigung. Ihr Sinn und ihre Funktion sind derzeit unbekannt. Die besondere Form und besondere Dimension der Adelbomb. Was ist los? Es ist schon sehr spät, tut mir leid. Atlaskammer ist hier Akte ATL 03, um eben jene Dimension einzusehen. Scheinen eine explizitere Absicht als die gewöhnliche Wendeböden und Verschiebungen des ältesten Hauses auszudrücken. Die Atlaskammer verändert die Form, verändert ihre Form, lässt sich dabei jedoch nicht beobachten. Während des Veränderungsprozesses konnten keine visuellen Beobachtungen gemacht werden, und wenn Überwachungskamera zum Einsatz kommen, erfolgt die Veränderung zwischen Einzelbildern. Krass. Eine frühere Theorie besagt, dass diese Veränderung mit der Hausverschiebung übereinstimmt und dass die Atlaskammer das selbst ist. Allerdings erfolgen die Formänderungen nicht zur selben Zeit wie die Gebäudeverschiebung, was diese Theorie zweifelhaft erscheinen lässt. Was die Struktur angeht, so besteht die Atlaskammer aus demselben Material wie der Rest des ältesten Hauses. Weitere Beobachtungen werden hoffentlich ihre Zwecke ans Licht bringen. So, ich muss mal aufs Klo. Oder doch nicht. Vielleicht aufs Herrenklo. Ne, auch nicht. Schade. Gut. Hey. Mann, ich hatte den Dreh für den Test gebraucht, einfach also. So, und dann alle Ziele getroffen. So, hier hoch geht's. Du Spanner. Wohin geht's hier? Mal schauen. Was? Nein. Wir sind hier richtig. Bisschen blöd. Ausschalten!
mal echt Spaß. Feuer frei! Au! Bleib hier! Familie Feuer! Schießen! Flankiert sie! Seite angreifen! Blinkt jetzt los! Bisschen Overkill, aber uiuiui. Verdammt, es ist nur noch einer übrig. Ja, also gut, dann werden wir mal hier den Kontrollpunkt säubern. Juhu! So, und sprich mit Arisch. Hey, Faden! Hier oben! Nicht so schreien hier. Ich bin der Boss hier. Gut, danke fürs Zuschauen. Ja, das nächste Mal geht's dann weiter mit Arisch. Ja, mach's gut. Bye, bye.